Mein Name ist Hans. Das tut eigentlich zur Sache, aber ich bin benannt nach meinem Opa, den ich leider nie kennengelernt habe. Seine letzte Feldpost kam 1943 aus der Nähe von Odessa in der Ukraine. 2011 hatte ich das Glück, mit meiner Familie, vor allem aber mit meinem Vater und unserem Sohn für 14 Tage in Odessa zu sein. Es wäre übertrieben zu sagen, dass das eine Spurensuche gewesen sei. Aber es hat uns viel bedeutet, denn uns wurde der Irrsinn des Krieges vor allem beim Besuch in einem ehemaligen sowjetischen Museum sehr bewusst. Nebenher hat mein Vater dann endlich richtig Abschied genommen.